Empire of Glass in Weigelsdorf. Willkommen bei Empire of Glass, einem der Top-Ausflugsziele in Österreich. Empire of Glass ist ein familiengeführtes Unternehmen mit einer langjährigen Tradition und bereits in der dritten Generation tätig. Empire of Glass ist ein Projekt, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Glas spezialisiert hat und gleichzeitig ein Erlebnis- und Freizeitangebot rund um das Thema Glaskunst bietet. YouPlanet traf zwei Generationen der Familie Kugler zum Interview, Hilde Kugler und Peter Kugler den Dritten. Wir befinden uns im Empire of Glass, es ist ein 3-Generationen-Familienbetrieb und ich bin ja schon die 3. Generation. Und jeder von der Familie hat sich auf das eigene spezialisiert. Also angefangen hat das Ganze mit der Großmutter und mit dem Großvater, also Peter Kuchler dem Ersten und Hilde Kuchler. Und wie man es vielleicht schon kennt auf der Fassade des Glasmuseums, also von außen sieht man ein sehr großes Glasmuseum, ein buntes, und da ist sie die Künstlerin und die, sage ich mal, Schöpferin dieses größten Glasmuseums Europas. Und ja, ich habe mich auf beleuchtete Glasskulpturen, sage ich mal, spezialisiert und bin da auch in verschiedensten Galerien der Welt schon ausgestellt und vertreten, also ja. Das Ziel der Familie ist es, den Besuchern eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Dazu wurden zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen geschaffen, die sie in die faszinierende Welt des Glases entführen werden. Tatsächlich hat es als Kind, also als kleines Kind, hat sie die Glasbläserei noch nicht gegeben, sondern die hat sie erst mit 14 Jahren, also wie ich 14 war, hat die erst, wurde die dazu adaptiert. Begonnen hat das Ganze ja mit einer normalen Bauverglasung, also Türen, Fenster reparieren, aber durch meine Großmutter ist immer mehr Kunst dazugekommen. Jetzt haben wir ein Glasmuseum, Österreichs größte Glasgalerie und, und. Also auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und ja, ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall im Betrieb und mit Glas zu tun haben werde. Dass es aber mit flüssigem, heißen, über 1000 Grad heißem Glas ist, das wusste ich noch nicht. Aber ich bin überaus glücklich, dass es jetzt so ist. In den 1960er Jahren fand das Kuglerhaus durch Peter Kugler den Ersten und Hilde Kugler ihren Ursprung. Die Glaserei weist bis heute ein intaktes Fundament auf und wurde von Peter Kugler dem Zweiten übernommen und weitergeführt. Mit den Jahren wurde aus der üblichen Glaserei ein Standort für künstlerische Fähigkeiten. Alle 3 Generationen der Familie Kugler haben sich dem funkelnden, glitzernden und faszinierenden Werkstoff Glas verschrieben und gemeinsam stehen sie für das Top-Ausflugsziel in Österreich namens die Glaswelt. Tatsächlich kann man Glasblasen sehr gut im Kopf, also wenn man es kann, unter Anführungszeichen. Ich mache das schon seit 18 Jahren, also mit 14 Jahren habe ich begonnen. Schon langsam, sage ich mal, kann ich es. Und ja, im Großen und Ganzen, es ist schon ein... Ich mache mir Skizzen davor, damit, es ist ja ein Teamwork, das Ganze. Das heißt, dass meine Assistenten wissen, in welche Richtung es geht, mache ich mir schon eine Skizze. Aber im Großen und Ganzen, das meiste entsteht in mir und wird sowieso durch meine 2 Hände dann erschaffen. Im Jahr 2012 wird der Künstlerin Hilde Kuchler Herzenswunsch zur Wirklichkeit. Das eigene Glasmuseum zur Förderung der Kulturgesellschaft wird im Jahr 2012 in Weigelsdorf eröffnet. Ihr Lebenswerk zieren rund 7 Millionen einzelne Mosaiksteine auf der Fassade der gläsernen Burg. Das funkelnde Gebäude ist nicht nur von außen ein Prachtexemplar, auch im Inneren des Gebäudes kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Die Besucher erwartet der gläserne Zaubergarten, ein Palmenhaus, Österreichs größte Glasgalerie, die Glasmanufakturen und ein Unikate-Shop zum Schenken und sich selbst beschenken. Draußen, ja, 3,5 Jahre Arbeit mit einigen Personen und das war, erstens mal lernen Sie beim Tun, also Learning by Doing, Glasmosaik ist eine schöne, eine entspannte Sache. Man muss nur Geduld haben, aber wir Frauen haben das ja. Ich war 60 Jahre mit meinem Mann verheiratet und habe eben diese 60 Jahre Geduld bewiesen. Und für meine ganze Tätigkeit, weil ich ja jetzt den 80er vollendet habe, hat man mir gestern, das war der 29. Februar, also ein Tag, der sich eigentlich alle 4 Jahre nur wiederholt, hat man mich von der Stadtgemeinde mit einem goldenen Ehrenring, echt Gold hat er noch gesagt, ja, wir haben es geprüft, es ist eine Bunze drinnen, habe ich den goldenen Ehrenring der Stadt bekommen. Ein besonderes Highlight sind die Skulpturen von Peter dem Dritten, die mittlerweile auf der ganzen Welt ausgestellt und gekauft werden. Wenn man ein bisschen näher kommt, nämlich sieht man die verschiedenen Glasschichten. Und die innerste Schicht zum Beispiel ist bei jeder Skulptur deckendes weißes Glas, um das Ganze gleichmäßig zu streuen, das Licht von innen. Und um diese innerste Schicht, um dieses weiße Glas, wird Schicht für Schicht verschiedene Glasschichten überzogen. Das bedeutet, es sind verschiedene 8 bis 10 verschiedene Glasschichten, die wir hier sehen bei den Skulpturen. Und die Farbe, die ich da verwende, ist eingebettet in den Zwischenschichten.
Das sind verschiedene Oxide, die ich da verwende, um das Glas zu färben. Und ja, das macht das Ganze für ewig einzigartig, sage ich mal, weil unter Sonnenlicht, unter Sonneneinstrahlung können diese Skulpturen hunderte Jahre stehen, da wird sich nichts verändern. Das sind Dinge für die Ewigkeit. Zu guter Letzt muss auch einmal der normale Glasereibetrieb der Familie Kuchler erwähnt werden. Hier wird für Firmen und private Kunden alles aus Glas produziert, was das Herz begehrt. Von gläsernen Duschwänden in den aufwendigsten Variationen bis hin zu Küchenteilen aus Glas. Ganz genau, also normale Bauverglasung, Türen, Fenster reparieren, Carports, Duschen, aber auch spezielle beim Heraufgehen in die Galerie haben wir gesehen, Bilder an der Wand, die sind von meinem Vater gemacht worden. Und diese beschichteten Bilder kann man auch schön als Küchenrückwände oder als Duschrückwände verwenden. Also, ja, ist immer was Besonderes. Aktuell wird eine neue Vision umgesetzt. Aufgrund der vielen Besucherzahlen entsteht ein neues und größeres Glasmuseum und eine gläserne Cocktailbar. Die Eröffnung ist für Herbst 2024 geplant. Bis dahin können die Besucher wie gewohnt das Traditionsmuseum besuchen.